Hallo und herzlich willkommen bei deinem ersten Tag im dualen Studium Zentralbankwesen Central Banking bei der Deutschen Bundesbank. An diesem inspirierenden Ort treffen Währung und Geldpolitik, also die Kernelemente unserer Wirtschaft, aufeinander. Hier lernst du, wie unser Finanzwesen funktioniert und was die Aufgaben und Kompetenzen der Bundesbank als Zentralbank Deutschlands sind. Hi und willkommen an der Hochschule der Deutschen Bundesbank. Nur hier bei uns kannst du Zentralbankerin werden. Unser Studiengang ist zwar herausfordernd, aber auch sehr abwechslungsreich und spannend. Und um dir das zu zeigen, gehen wir jetzt mal direkt in die erste Vorlesung. Komm mit. So, herzlich willkommen, liebe Studierenden, zu unserer Vorlesung Bankbetriebslehre und Bankenaufsicht. In der letzten Stunde haben wir uns unterhalten über das Thema bankbetriebliche Zielsysteme. Gibt es in dem Zusammenhang von Ihrer Seite noch Fragen? Ja, bitte. Welche Risiken dominieren den deutschen Bankenmarkt? Theorie- und Praxisphasen wechseln sich in deinem dualen Studium ab und sollen dich auf deine berufliche Zukunft vorbereiten. Die Inhalte umfassen Themen wie Bankenaufsicht, Zahlungsverkehr und Finanzstabilität. Darüber hinaus sind viele weitere Bereiche, wie beispielsweise Finanzmathematik oder Recht erfasst, damit du in der Lage bist, Zusammenhänge eigenständig zu erkennen und zu beurteilen. Wir bearbeiten aktuell eine Fallstudie zum Thema Neobanken. Dabei können wir Erlerntes direkt praxisnah anwenden. Hallo zusammen. Hallo. Kann ich dazukommen? Natürlich, setzen Sie sich. Perfekt. Wunderbar, wie sieht es mit der Fallstudie aus? Welche aufsichtsrechtlichen und bilanziellen Kennzahlen haben Sie denn schon erarbeiten können? Wir hatten uns jetzt das harte Kernkapital angeschaut, das Ergänzungskapital, das sah in unseren Augen auch gut aus. In sogenannten Fallstudien kannst du Gelerntes dann direkt in kleinen Projektgruppen unter Beweis stellen und so an der Lösungsfindung für interessante Problemstellungen mitwirken. Im Billardraum ist, neben vielen weiteren Angeboten, ein zwangloser Austausch oder eine Verschnaufpause in der Freizeit zwischen den Vorlesungen möglich. Nach einem anstrengenden Tag kommt so eine Partie mit KollegInnen genau recht. In Hachenburg findest du auch außerhalb vom Campus jede Menge Möglichkeiten, deine Freizeit mit deinen Mitstudierenden zu verbringen, sei es beim gemeinsamen Sport, Feiern oder auch einem Abend im Kino. So, das war der theoretische Teil unseres Studiums. Und nach jeder Theorie kommt auch die Praxis. Also geht's jetzt nach Frankfurt. Na, bereit, in den praktischen Teil deines Studiums reinzuschnuppern? Dieser findet nach Abschluss einer Theoriephase an der Hochschule über mehrere Wochen in einer Dienststelle der Bundesbank statt. Hier kannst du das theoretisch Erlernte praktisch anwenden. Ja, wenn wir uns das Portfolio der Bank anschauen, welche Auswirkungen wird die aktuelle wirtschaftliche Lage und auch die Zinserhöhung auf das Portfolio der Bank haben? Also ich vermute mal, dass vor allem die Assets, also die verschiedenen Wertpapiere getroffen werden. Na, hast du gut aufgepasst? Das Thema kommt dir sicher bekannt vor. Es geht wieder um mögliche Risiken, die in Verbindung mit dem Bankwesen auftreten könnten. Jetzt kommt auch das theoretische Wissen aus der Hochschule ins Spiel. Nach deinem Studium sind deine Übernahmechancen nicht nur so gut wie garantiert. Nach einer kurzen Probezeit als Beamter oder Beamtin winkt dir sogar eine Verbeamtung auf Lebenszeit. Mit der Zinserhöhung gehen leider auch oft Kreditausfälle einher. Weil wenn die Zinsen steigen, dann steigt die Kapitaldienstfähigkeit. Das war ein produktiver Tag. Wir haben viel gesehen und viel erlebt. Wir machen jetzt Feierabend und hoffen, wir konnten dir einen guten Einblick in den Studiengang Zentralbankwesen bei der Deutschen Bundesbank geben. Tschüss und vielleicht bis bald. Nach deinem Studium entscheidest du selbst, wohin dich dein beruflicher Weg innerhalb der Deutschen Bundesbank führen soll. Dir steht eine große Auswahl zwischen konkreten fachlichen Aufgaben zum Finanzwesen, aber auch in vielen administrativen Bereichen zur Verfügung. Somit kannst du dich auch jederzeit innerhalb der Bundesbank fachlich neu orientieren. Hier in Frankfurt endet damit auch dein erster Tag im dualen Studium Zentralbankwesen Central Banking bei der Deutschen Bundesbank. Wir hoffen, du hattest viel Spaß und wer weiß, vielleicht führt dich dein Weg schon bald hierher.